Jo, ein wunderschön willkommen zu My Test Carpeten Server German Kack gedönst. Mal wieder seit langer Zeit. Der will mal sagen, mein Test und er geht's ab. Bumm. Ja, Carpeten haben wir ja schon lange nicht mehr gespielt. Keine Ahnung, wo wir da überhaupt waren. Nein. So, das sollte jetzt passen. Oder? Ja. Passt. Sehr schön. Wie ist der Luft eigentlich? Sollte ich vielleicht mal vor den Aufnahmen gucken, ne? Ja, Kamera läuft. Sehr schön. Auch wenn es ein bisschen desynchron ist. Ich mache mal kurz hier einen Neustart, ne? Also mal ein bisschen zu beenden und dann mal gib ihm. Hallo. Ah, schon viel synchroner. Sehr schön. Immer diese Billo-Kameras. Okay, so, dann, ja. Mein Test, Carpet, let's play, so. Perfekt. Geht doch. Richtig schön aus der Hand raus, mit Schmackes. Okay, oh, ganz schön dunkel hier. Ja, Gott, wo sind wir überhaupt? Warum sind wir in einer Höhle? Vor allem in welcher Höhle? Okay. Ich hätte mal vielleicht doch bei der vorherigen Aufnahme reinschauen sollen, wo wir waren, was wir gemacht haben, was wir überhaupt wollten. Auf jeden Fall gibt es hier Eisen. Ich weiß nicht, was wir gemacht haben, aber wenn es hier Eisen gibt, kann das nur gut sein. Vor allem sagt das, dass wir irgendwo sehr tief sind. Mehr Eisen nicht, sehr langweilig. So, was haben wir überhaupt alles dabei? Wir haben Äpfel dabei, wir haben... Okay, wir waren also doch in einer Höhlentour. Ah, wir haben Stein dabei, wir haben ein bisschen Bronze dabei. Okay. Und wir haben ein Mesemonster erlegt, so wie es aussieht. Autsch, das tut weh. Wow. Hier geht es ein bisschen sehr tief rein. Ich weiß gerade nicht, ob ich das feiern soll oder eher nicht so. Wow. Da mal ein bisschen Kupfer. Ja klar, reicht genau von der Höhe her, von der Länge her nicht aus. Dann kommst du mal bitte nach da, du kommst da weg. Das war dumm. Wow. Selbstmord scheint jetzt nicht unbedingt auf meiner Speicherkarte. Okay, sieht schon wieder ein bisschen geräumiger aus, ein bisschen begehbarer. Auch wenn die irgendwie fast nur Kupfer ist. So, dann gucken wir mal. Oh ja, immerhin Kupfer. In Mannigfaltigkeiten. Gut, weiß ich gar nicht, ob wir 10 brauchen. Wir haben... Oh doch. Wobei 10 haben wir zu Hause auch noch eingelagert, massig. Von daher...
haben wir wahrscheinlich sowieso schon Überfluss. Ich glaube, man sollte mal ein bisschen Lichter machen, Alter. Man sieht hier kaum noch was. Schade. Na, Eisen nicht. Mann, no, normalerweise ist, wenn Eisen da ist, in der Nähe auch immer noch Eisen. Aber irgendwie ist hier gerade nicht so viel Eisen. Ja, das war gerade verständlich. Ah, wir das Rohr, schon Kupfer. Können wir wenigstens schön viel Bronze noch machen? Ist auch schon mal was. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Ist noch ein bisschen Zinn, nehmen wir auch mal mit. Ich meine, klar brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, aber wenn es schon mal ist, dann kann man es auch mitnehmen, ganz ehrlich. Also, ist ja jetzt nicht so, als wenn das schädlich wäre irgendwie. Krebserregend. Wobei Zinndämpfe sind jetzt auch nicht so gesund, ne? Also, ich meine, bei Eisen kann man gefahrlos einschmelzen. Die Dämpfe, die dabei entstehen, sind jetzt nicht so gesundheitsschädlich. Aber bei Zinn bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Weil Zinn ist, glaube ich, eins von den Sachen, die jetzt. Also, es verschädigt jetzt nicht in dem Sinne, aber man bekommt zumindest eine starke Kopfschmerzen. Klar, Ronny, bau ab, wenn es hier dunkel ist. Schon mal was von Dungeon Mastern gehört, du Volldeppo? Ein bisschen mehr ausleuchten hier. Nee, hier geht's wieder nach oben. Nach oben möchte ich nicht. Wobei, ganz ehrlich, hier ist ein Canyon, dieses Monster Canyon. Da ist immer mal ein bisschen Material, so wie Kupfer zum Beispiel. Eis wäre mir natürlich lieber, viel, viel lieber, aber da haben wir schon Eis. Und gleich ein bisschen mannigfaltiger. Sehr schön, sehr schön. Scheiße. Übrigens habe ich jetzt auf meinen Servern eine Mod eingespielt. Danke dazu an Wusi. Sie hat nämlich ihre Hood-Mod. Ne, weil Wusi ist ja für ganz viele Mods zuständig. Sie macht ja nicht nur meinen Klon, sondern hat auch halt auch ein paar separate Mods für meinen Test. Unter anderem halt, wie gesagt, ist diese Hub-Mod. Also unten das mit Sättigung, Mana, Leben und Panzerung. Diese Balken, die da angezeigt werden, die ist von ihr. Und da habe ich sie jetzt angesprochen wegen Fix, weil wir hatten ja das Problem, dass da ab und zu so ganz kuriose Zahlen angezeigt wurden. Dass, wenn man jetzt zum Beispiel hier hatte mit, weiß nicht, also 3 Sättigungen zum Beispiel, dass dann da 2,99999 angezeigt wurden. Und ja, das ist jetzt gefixt. Und läuft erstmal relativ gut. Wie man sieht, hat man jetzt unten schöne, saubere Zahlen und nicht mehr diese ganzen Kommastellen. Da soll wohl ein Fehler sein, der nur bei manchen auftrat. Von daher war ich in dem Sinne halt einfach einer der Pechvögel, sag ich jetzt mal. Aber jetzt ist, wie gesagt, ein Fix wohl drin, der dafür sorgt, dass es das bei allen richtig angezeigt wird. Und nicht nur bei manchen. So, schön viel Kohle. So, hier oben war das Eisen, was ich eigentlich wollte. Ich habe doch hier dreimal Eisen gesehen, warum ist es hier noch zweimal? Ich könnte schwören, dass ich hier dreimal Eisen gesehen habe. Wow, Leo, ja. Ah, hier ist auch ein Eisen. Ich brauche mehr Fackeln. Definitiv mehr Fackeln. Ups. Ah, das ist nur Eisen. Und auch ein Eisenmonster.
Die spawnt oder was? Das ging mal schnell. Oh oh, Magier. Easy. Nächste Spitzhacke schon weg, Alter. Okay, ich will machen jetzt mal hier wieder ein paar Fackeln, ne? Das ist ja hier, ja, komm. So, easy. Easy peasy lemon squeezy. Okay, sollten wir irgendwo den Ofen aufstellen. Mal ein bisschen Bronze wieder einschmelzen hier. Das ist ja gerade, unser Bronze ausgegangen. Ist ja gerade, ne? Ist ja... Alter, vor allem, ich laufe so Kreuze quer hin und her. Ich weiß gar nicht mehr, wo der Ausgang ist. Alter, was tue ich hier bitte? Holy moly. Also, ich glaube mal, aus der Richtung kamen wir. Genau. Ja, genau. Hier war nämlich das, wo ich meinte, ich möchte nicht bergauf gehen, wo ich dann aber doch bergauf gegangen bin. Was ja auch ganz gut war, weil wir haben ja hier direkt wieder Eisen gefunden. Da ist auch noch Eisen. Sehe ich gerade. Aber ich muss halt aufpassen, dass ich mich hier nicht zu stark verrenne. Vor allem mal ein bisschen Licht mache. Vor allem ist die Frage, was machen wir jetzt hier eigentlich? Machen wir jetzt hier, ja, ich schätze mal so, die ersten beiden Folgen werden wir hier wahrscheinlich in der Höhle erstmal bleiben und schon Mineralien hier farmen. Und dann mal gucken, wie dann so die Ausbeute ist. Wenn die Ausbeute irgendwann mal so abnehmen sollte, dass wir uns dann mal wieder ein bisschen auf den Weg nach Hause machen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass wir überhaupt in der Höhle sind. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir hier auf dem Interview-Server ja auch vor kurzem erst diese Höhlentour gemacht haben. Laufen wir gerade im Kreis oder so? Ja, wir laufen gerade im Kreis. Dachte schon gerade, mein räumliches Vorstellungsvermögen verlässt mich gerade, aber... Ich mach mal hier jetzt eine Fackel hin, ne? Und wetten, wenn ich jetzt hier oben zurücklaufe, also wenn ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufe. Gold! Das unnötigste Material der Welt! Gold! Ist halt echt so, Alter. In meinem Test ist halt Gold wirklich so, dass das, was man am wenigsten braucht, eigentlich. Müsste man sich mal irgendwie. Ich meine, klar, wir können daraus jetzt Coins machen, glaube ich. Ich bin der Coin Master. Gott, Alter. Wer hat dieses Spiel erfunden und wer macht dafür freiwillig Werbung? Ich verstehe das nicht. Ja, okay. Nee, also wie gesagt, man kann daraus zwar Coins machen, aber die Frage ist, habe ich das überhaupt hier auf dem Server drauf, diese Mod? Coin? Nee, habe ich gar nicht drauf. Lol. Tja, und ansonsten kann man halt aus Gold nicht allzu viel machen, ne? Ich meine, wir haben zwar jetzt hier nochmal diese Rüstung, weil ich diese Extension-Mods installiert habe. Beziehungsweise, nee, das ist sogar in der Standard-Dings mit drin, ne? Ansonsten kann man halt das für Upgrades benutzen und ansonsten halt nur dekorativ. Goldbow, was machen die denn? Ha, okay. Ja. Ah ne, doch, ist im Standard mit. Ach nee, hier Mese. Mese war im Add-on. Genau, Mese war im Add-on. Weil hier gibt es dann nämlich noch dieses Add-on. Diese extra Armor. Und da war Mese noch mit drin, genau. Was heißt also, Gold ist tatsächlich im Standard schon mit drin. Okay. Gut zu wissen. Da unten ist schon wieder Magier. Was ist denn hier los mit dem Magier? Sag mal. Schon wieder disappeared. Are you fucking kidding? Nein, Dungeon Master! Ah ne, ist eine Spinne. Dachte gerade schon, das ist ein Dungeon Master, Alter.
Dann wäre aber hier die Hölle hoch, die Hölle, aber, ne, dann wäre aber Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Oh, geht's ja auch noch weiter, Alter. Oh Mann. So viele Sachen, die man hier untersuchen könnte. Oh Gott. Okay. Wir werden ihn nie wieder rausfinden. Also doch, rausfinden schon, aber wir werden ihn nie fertig in der Höhle, wie es aussieht. Ist wohl doch etwas komplexer. Aber jetzt, wo ich so überlege, wir sind aber auf dem richtigen Server, oder? Hunger habe ich jetzt auch noch, danke dafür. Wir sind aber auf dem richtigen Server, oder? La la la, auf dem das aktuelle Metal läuft. Ja gut, okay. Ich sollte vielleicht mal hier in der Message of the Day auch den Namen einfügen von dem Server. Doch die 0 ist doch der richtige. German. Da. Ja, ist hier mit der 0 hinten dran. Okay, doch, alles gut. Nice. Gibt es also auch schon große Höhlen. Wie gut, dass wir die Höhle gefunden haben. Okay. Machen wir mal instant weiter hier. Mit den Instant-Nudeln. Wie gesagt, wir müssen doch mal irgendwo einen Ofen aufstellen. Am besten mache ich das gleich mal direkt hier. Weil hier, wenn wir jetzt noch ein bisschen brauchen, dann nutze ich die Gunst der Stunde. Mache hier nochmal einen Ofen. Weil wir brauchen definitiv Bronze. 1, 2, 3, 4 irgendwie, keine Ahnung. Bam. So, das wären dann 32 Kupfer. So. Sollte der denn dann also passen? Ich weiß auch gerade gar nicht, also ein Kohleklumpen, daraus kriegt man glaube ich 14 Erze. Das heißt, wir haben gerade mal 28 Erze. Das dürfte also nicht ganz reichen. Das ist schade. Ja, mal schade. Na gut, dann knallen wir mal einfach noch ein bisschen daher. Obwohl doch, das ist. Ich habe keine Ahnung. Nee, es reicht nicht. Reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht. So, dass der Oyaki Monster kommt. Ist ja hier doch schon ganz schön dunkel an einigen Stellen. Na komm, mein lieber Öfchen. Oh, ich habe gerade Fehler gemacht. Wir brauchen ja nochmal 4. So. Und daran liegt man schon wieder, das haut doch nicht hin. Fuck. Na gut, okay. Dann haben wir halt keine perfekte Mische, ist mir jetzt auch egal. Alles. So, haben wir noch ein bisschen über. Haben wir Backpacks dabei? Ja, na schau mal an. Da können wir nämlich mal ein bisschen auslagern. Wird nämlich gerade ein bisschen voll. Also zumindest voll, als mir lieb ist. So. Achso, halt, nein, dicht. Brauchen wir ja. Ne? Okay. Das heißt, oh, passt da genau.
Tada! So. Gut. Dann, weiter im Klartext. So, hier waren wir. So. Fertig. Schon mal relativ clear aus. Die Kohle hier, weil die gerade hier so häufig, also so hervorsticht, nehme ich die hier auch mal mit. Einfach weil es sich anbietet an der Stelle gerade. Hier oben ist noch ein bisschen dunkel. Ist da noch was? Nein. Oh doch, Kupfer. Oh, komm jetzt, Alter. Ah, siehst du? Noch mehr Kupfer. So, hier ist ansonsten alles soweit ruhig, alles gut, sehr schön. Okay, können wir wieder langsam Richtung runter gehen. Jetzt machen wir hier auch noch ein bisschen Fackel hin, damit nicht dass irgendwelche Dungeon Master spawnen und uns dann unten die Hölle heiß machen. Das wäre nicht so prickelnd. Hätten wir den Bereich hier auch. Das ist der Bereich, wo wir gerade herkamen, wo ich gerade gesagt habe, da hinten geht es da einmal rum. Das heißt, hier noch ein bisschen ausleuchten. Hier ist aber auch nicht mehr. Wow. Damit einmal. Dankeschön. Wie gesagt, das mit diesen Fackeln über Kopf ist ein Feature, was ich tatsächlich sogar in echt entfernen würde. Also das ist... Ich meine, wer würde auf die Idee kommen, eine Fackel auf den Kopf zu platzieren? Weil das Problem ist, wenn man eine Fackel hat, die so seitlich steht, ne? Kein Problem, Flamme ist hier oben und brennt sich dann langsam runter. Weil Flamme möchte immer nach oben. Das heißt, sie geht nur langsam runter. Wenn man eine Fackel aber kopfüber hat und die Flamme hier ist, dann brennt sie sofort das gesamte Ding ab, weil sie direkt hochgehen kann. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut, lassen wir. Ich glaube mal, physikalische Grundgesetze ist das Letzte, worauf man hier beim Mind-Test achten sollte. Ja. So, lohnt sich der Abstieg jetzt nach hier noch? Ist hier noch? Ja, doch, klar, genau. Ist ja auch der Bereich, wo es dann später sowieso weitergehen wird. Wir haben einen Besucher. Und eine Spinne. Sofort mit dir. So, genau hier oben ist das Ding. Siehst du? Und da oben haben wir jetzt eine bestimmte Fackel. Ja, jawohl, da ist die Fackel. Also haben wir hier tatsächlich einmal im Kreis gebaut. So einmal da hinten rum, dann so quer rum und dann kommen wir da oben wieder raus. Bumm, fertig. Easy. Geil, Omato. Wow. Und schon ist er auch wieder weg. Hat keinen Bock auf uns. Hat den Server gesehen und dachte sich, nee, so einen Server tue ich mir nicht geil an. Na komm, Alter, wieso? Boah. Junge. Was ist los mit dir? Ich krieg eine Krise. Wenn du kämpfen willst, komm her. Oh, Alter. Junge. Dankeschön. Ist er erst kämpfen wollen und dann aber hier, ne, hat nicht mal was gedroppt, dieses Kind, das Arschloch, Alter. Ein Stück delikate Scheiße ist da. So, okay. Wir wollten da unten mal runter. Eisen. So. Weil, wir haben ja gelernt, ne, wenn man Materialien sucht, dann sollte man immer runter gehen. Weil je tiefer man ist, desto scheiße. Desto mehr Mineralien gibt es. Wobei ich mir da gar nicht mal so sicher bin.
Aber doch, eigentlich schon. So. Kupfer. Komm mir gerade voll vor, hier wie im Digitalzeitalter. Erstmal überall Kupferkabel verlegen. So viel Kupfer, wie wir haben. Siehst du, stimmt eigentlich. Wenn die im Mittelalter nicht das ganze Kupfer dafür verschwendet hätten, daraus Bronze zu bauen oder zu machen, wer weiß, vielleicht wären wir dann schon viel früher im Digitalzeitalter gelandet, weil die schon damals in der Steinzeit herausgefunden hätten. Digga, Kupferkabel ist voll nice und so. Oh. Okay. Eisen, oh, noch mehr Eisen. Oh, noch mehr Alter. Oh, jetzt hört er gar nicht auf. Digga, das hört ja wirklich nicht auf. Was ist hier los? Bald fänge ich den Abbaustopp. Das nimmt ja Ausmaße an. Das ist ja schon industriell Zeitalter? Keine Ahnung. Industriezeitalter halt. Industrielle Verarbeitung. So. Ist zwar nicht das, was ich primär gesucht habe, aber es passt zumindest irgendwie wo. Ein bisschen. So, hier ist Feierabend, hier ist gar nichts mehr. Ich mach trotzdem mal ein bisschen Licht, ne? Sonst Dungeon Master und so, kennt man ja. Wobei wir ja hier gerade eher mehr Magier bekommen als Dungeon Master. Wahrscheinlich ist gerade Magierzeit. So. Würde ich mal sagen, die erste Folge ist dann auch schon fast zu Ende. Gucken wir in der nächsten Folge weiter. Und dann aber auch langsam mal wieder auf dem Heimweg. Auf dem Heimweg begeben. Das artet hier aus. In Arbeit. Schau mit V.